Der Kleine gibt halt jetzt nur 50 Kupfer, aber... Egal. Gut. Stufe 31, dann verkaufe ich jetzt das alles mal. Zack. Alles weg damit. So, diese ganzen Verzauberungen, die muss ich halt irgendwie mal... Perfekt, bin alles losgeworden. Alles? Also ich habe mein Inventar, nein, nicht alles, aber ich habe mein Inventar jetzt aufgeräumt, soweit, dass ich ganz zufrieden damit jetzt eigentlich bin. Okay, wie viel Reihen hast du jetzt noch voll? Wie viel Reihen ich voll habe, sind 3 Stück. Ich habe fast 4 voll. Ich habe halt noch ein paar Rüstungen, die ich jetzt demnächst brauche, weil die echt geil sind. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas aus dem Inventar werfen kann. Aber. Scheiße! Ich bin ein Spast. Ich verkaufe gerade Ringe. Ich dachte, ich leg sie an. Scheiße. Hey, du verkaufst sie gerade? Ja, ich habe auch den Ringe verkauft. Ich dachte, ich habe sie angelegt, weil ich. Oh mein Gott. Wow. Wow, ja. Also, ja. Wow. Du bist ja ein Held. Ich bin schon der krasse Typ eher, oder? Das ist. Okay. warte mal. Oh, da, ich sehe eine neue Quest für uns. Friedhof im Ruhezustand, wir haben eine neue Quest. Ja, stopp mal. Der kann nämlich nichts. Okay, den kann ich halt echt verkaufen. Arbeitsbedingungen für einen Gelehrten. Der hier. Hab's ja gerade angenommen, weil ich wollte ihn nicht ablehnen. Kultisten auf dem Friedhof. Das kann nichts Gutes bedeuten. Okay, die kann ich echt verkaufen. Ich bin übrigens bei der Hälfte momentan beim Level up. Ja, ich hab jetzt noch 1, 2, 3, 4, fast 5 Balken. Dann hab ich auch ein Level up. Hey, wo ist denn die Quest? Da, bei der... genau hier. Bei der TUS? Ja. Wir müssen die Geschehnisse in der Hand werfen. Belindras Untote. Wahrscheinlich die Abschlussquest, denke ich jetzt einfach mal. Kultisten, ja, wir müssen ja mit Friedhof. Dem Feldwebel Knox reden. Ne? Ah, guck mal, du kannst... Drück mal Plus. Ja. Und dann geh mal auf Tat, Neverdare Friedhof. Aha. Und geh auf Tat der Peststurm, da kannst du jeweils eine Belohnung noch anfordern. Ja. Gemacht? What the fuck? Okay, ich bin gerade sehr verwirrt noch. Warte mal, Plus. Und dann Tat, ja, dieses, das was grün ist halt alles, ne? Genau, das heißt, da kannst du überall eine Belohnung abholen. Ja. Ich frag mich gerade nur, was ich damit machen kann. Mit der Belohnung? Ja. Zeug, das cool ist. Aber wenn ich Level 30 bin, kriege ich ein neues Brustteil. Also ich habe eins, das ist für Stufe 30 und das ist relativ stark. Aber auch noch relativ stark. Aber das ist gut. Ja. So, ich würde schauen, dass wir jetzt mal die neue Quest starten. Ja, jetzt Moment mal ganz kurz. Machen wir das Zukunftszusammensetzen kurz noch? Jetzt? Ja, warte mal. Nicht. Die Frage ist, wie wir das machen. Oder, weil ich weiß gerade nicht, wie wir die was man für die Quest machen muss. Ja, und da werden also die Prozesse... Ah, ich weiß, was du machen musst. Aber nee, warte mal. Doch. Öffnet dazu die Kampagne Orden des dritten Auges und beginnt die Aufgabe... Und wie kann man das nochmal machen? Auch mit Plus, oder? Ja, Plus und dann Orden des dritten Auges und dann das zweite irgendwas beginnen. Was steht denn das mit dem Orden des dritten Auges? Unter Never der Friedhof 2 drunter. PvP, bla bla. Links neben PvP. Hä? Bei Plus. Ja. Und dann ist das dieser Zeitstrahl von oben nach unten oder von unten. Ganz unten. Orden des dritten Auges, so viel Prozent freigeschaltet. Ah, hier. Okay. Dann da drauf, dann das zweite. Ja, hab ich. Und dann musst du irgendeine Quest beginnen oder so. Ja, bin dabei. Ich denke mal, das müssen wir jetzt einfach 4-mal machen oder so. Ja, das dauert jetzt 14 Minuten und 53 Sekunden. Ja, genau. Okay. Gut, dann können wir nebenher das mit dem Ruhezustand da. Klingt gut in der Das ist ein Clay. Nee, ist voll gut, weil im Project of Enclave ist halt wieder der Hauptquest-Spasti.
Was? Ja. Achso, und dann kriegt ihr natürlich wieder eine neue Quest in ein neues Gebiet. Das wäre ziemlich geil. Könnte ich mir gut vorstellen. So, das fände ich auch ganz gut. Ich will jetzt echt mal ein neues Pferd haben, Mann. Aber es gibt keine neuen Pferde, es gibt keine anderen. Ja, ich weiß es nicht, das ist echt beschissen. Das ist so, no money spender will us. Ey, guck mal, hier steht wer Neues. Guck mal. Auf diesem Modest? Ja. Stimmt. Na, guck mal, was der für einen Hund hat, Alter. Erstmal den würde ich mich echt gern anlegen. Erzählt mir mehr über diese zu den Waffen. Laden, was hat denn der im Angebot? Ich kann da übrigens den Rudolf wieder ausbilden. Gerade. Ah, warte, muss ich auch mal abchecken, ob ich das kann. Ja, ja, kann ich sogar, glaube ich, wenn ich das richtig sehe gerade. Und ich glaube, man kann doch auch zwei Gefährten mitnehmen, kann das sein? Also es gibt ja drei Slots. Ja, aber ich weiß nicht, ob du alle dabei haben kannst gleichzeitig. Ja, hier stimmt. Du kannst halt drei haben, aber du alle gleichzeitig draußen haben kannst, ist die Antwort. Weil Rudolf ist bei mir demnächst auf Stufe 20 Maximalstufe, deswegen würde ich mir vielleicht da nochmal einen, wenn ich den nicht weiter hochskillen kann, vielleicht nochmal einen anderen Gefährten holen, mal gucken, was der so kann. Ah ja. Naja, so lieber Knox. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Also ist Valindra mit. Oha, der hat zwei neue Quests. Uns wurde berichtet. Zwei Stück. Ja. Beides aber kleine. Also. Ja, sind echt kleine. Wir müssen nur mit zwei Leuten sprechen, gell? Ja. Welche machen wir jetzt zuerst? Aufstieg des Kultes? Ich renne dir einfach mal hinterher, ich hab nichts markiert. Ja, da hin wieder. Hey, warte mal, meine Quest geht immer noch zu. Ja, du musst noch deine abgeben natürlich. Hab ich doch schon. Dann komm hier. Hey, meine Quest geht immer noch zu dem. Komm trotzdem einfach mal hier. Die hat nämlich auch noch eine Quest für uns. Mit wem muss ich jetzt reden? Ne, mit der hier. Mit der Tuss hier? Ja. Mit einer Hafnerin? Ja. Die hat aber auch gleich noch eine neue Quest, die nehmen wir an. Danke, dass ihr gekommen seid. Hafnerin Windel in Neverland. Okay. Jetzt geht's da vorüber für mich. Ja, in Teufels in Helmshold. Hast du das auch? Ja. Gut, das machen wir jetzt. Aber da erst noch beten hier. Wie war das denn nochmal? STG1. Nicht genug Aktionspunkte. STGI? Ja. Ah, STGI. Okay. Wo immer wir gerade hingehen? Ja, wahrscheinlich irgendwas außerhalb hier. Außerhalb von Helms Hall treffen. Wahrscheinlich ist es schon hier irgendwas in, Ne, wir müssen raus. In der Krise gucken wir dann wieder zu Neverdeath. Okay, jetzt gehen wir erstmal zu Helmshold, neues Gebiet! Jetzt Moment mal ganz kurz, Helm, müssen wir jetzt Neverdeath oder Helms Dings? Sowohl jetzt auch. Ja, wo sind wir jetzt hin? Helmshold? Okay. Also, das neue Gebiet? Ja. Also ich jedenfalls. Ja, ich auch. Ne, ich wollte nur gerade nochmal fahren. Okay, das sieht nicht neu aus. Oder? Ja, weiß nicht, ich bin noch nicht bei mir, ist noch nicht geladen. Oh, das war die riesige Burg. Die müssen aufgehalten werden. Boah, doch, das ist neu. Das ist im Untergang geworden. Oh, ist das cool. Aus dem. Und tot den Teufel. Problem ist nur, was ist jetzt mit den Quests, die wir dann noch angenommen haben? Sprecht mit Hafnerin. In Neverdeath. Ja, keine Ahnung, können wir auch noch irgendwann machen. Wollen wir erst das machen und dann erst hier anfangen? Also, ich hätte eigentlich gerade ziemlich Lust hier. Hör auf zu labern. Ich fände es eigentlich gerade ziemlich cool. Vor allem, ja, schon. Warum haben alle Leute coole Rüstung? Guck mal, nicht die Zukunft. Ja, ist echt so, ne? Wir haben alle. Und guck mal mich an. Guck mal. Warum? Schon echt voll der Hässler. Was habe ich der Menschheit getan, dass ich so aussehen muss? Vor allem dein Hut, Alter. Das sieht halt echt richtig kacke aus, Mann. Es ist einfach. Och, Manno. Ja, jetzt warte mal ganz kurz. Ich will ganz kurz mal wissen, was diese neuen Items können. Also, Rüstungssatz, schwächere Trefferpunkte. Doppelklick dieses Set und klickt dann auf das Rüstungsteil, das ihr verstärken wollt. Aha,
Dieser Stein ist außergewöhnlich schwer für seine Größe. Für Artefakte der Stabilität ist er 5000 Währungspunkte wert. Für andere Gegenstände weitaus weniger. Werkzeug des Anfängers. Dieses Paket, ah, guck mal, da kannst du Doppelklick zum Ausrüsten verwenden. Mhm, hab ich schon alles gemacht. Ah, okay. Ja, ich hab noch nicht. Majestätisches Insignien der Tapferkeit bei Reittieren. Da wird auch Waffenspieler auf Stufe 2. Ja, warte mal ganz kurz. Können wir das nicht jetzt. Das andere Ding, kann man das nicht seinem Reittier geben? Kein Dicker. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung wirklich. Hä? Ah, da kann man Pferde kaufen noch, aber das ist für dieses Internetgeld, ne? Ja, weiß nicht. Diese Verbilligungsmarke? Hä, was? Was meinst du gerade? Nee, hier kann man. Hey, ich verstehe das nicht. Was denn? Du hast doch auch so ein blaues majestätisches Insignie bekommen, der Tapferkeit, oder nicht? Nee. Nicht? Nope. Okay. Ja, egal. Okay, was machst du jetzt? Nix, ich hoffe, dass du fertig bist. Hast du auch die zwei Quests angenommen von dem Hauptmann? Ja, und dazu müssen wir jetzt Gegner töten. Hast du auch von der Wächteranwerberin die Quest angenommen? Nee. Machen wir das noch? Hat die auch eine? Die hat doch gar keine. Doch. Hallo, Abenteurer. Nee, die hat keine. Die hat echt keine. Ja. Die hat nur so einen Pfeil im Kopf. Okay. Du hast fast. Der hat. Was ist denn ein Siegelhändler? Komm jetzt. Ich bin gerade voll so. Nee, komm jetzt! Siegel des Löwen. Rüstung des Löwen. Boah, wow, geil, Bruder. Na gut, ich komm. Rüstung des Löwen? Aber die kannst du nicht kaufen. Die ist mit irgendeiner anderen Währung, glaube ich. Das ist der falsche Händler. Hey, hier kann man Religionspakete kaufen und sowas, lol. Echt? Kann man da auch Schriftrollen kaufen? Ne, ja, hab ich geguckt. Wäre mal was Wichtiges, aber nein. Genau, das Wichtige, das kann man wieder nicht kaufen. Ja, was ist denn das für eine Währung? Ja, genau, das habe ich auch nicht gecheckt. Höhlenhexenmeister auf dem Schlachtfeld töten. Okay. Na dann los. Wo ist das? Okay. Wo ist denn das Schlachtfeld? Na dann los, ich warte hier und jetzt kommst du Fischer. Jetzt bist du so weit vorne. Ja, dann leck mich. Hä, hey, wo ist das Schlachtfeld, Mann? Ja, alles was hier blau ist, wir sind schon da. Komm hierher, hier sind ganz viele Gegner. Guck mal. Ja, was laberst du? Alle tot. Hä, hey, aber, ach so, das ist aber Teufelchen. Ah, da ja, unten, ach, da unten sind die, guck mal, da unten. Wir müssen ganz viele verschiedene töten. Leute, ich erinnere mich, ich musste kurz an Star Wars denken. Ich weiß nicht. Oh, da hinten sind noch ein paar Teufelchen. Aber ist ja Wumpe, gell? Egal was der tötet, ist, zählt ja von uns beide, gell? Ja, ja, ja. Leute, guck mal, was da für ein Riesending ist. Wo? Boah. Ey, lass das mal besiegen, bitte. Hier ist, glaube ich, schon tot gerade. Ja, aber dann nachher ist wieder spawnt oder so. Guck mal, da oben rechts ist so ein Höllenhexenmeister großer Typ. Dieser Legionsteufel. Achso, ja. Boah, der kann übel viel, Mann. Spaß. Boah, der voll krass in der Tour, ey. Was der drauf hat. Alter, haben wir schon richtig einen Safe Zone gehen. Alter. Voll krass. Ziel erfüllt. Also eine haben wir schon, jetzt müssen wir noch 20 Teufelchen brauchen wir noch. Ja, die kriegen wir hin. Ja. Na, dann müssen wir jetzt weiter nach da. Okay, komm, die töten wir auch noch. Nee. Die haben uns nichts getan. Da hinten sind auch noch welche. Alles was uns anguckt. Da hinten sind auch noch welche, guck mal. Alter, warte, wir müssen aber hier im blauen Gebiet bleiben, Max. Ach komm, halt's Maul. Guck, siehst du, die wo ich töte, bringen auch Punkte. Was ist das hier? Ach so. Targaryo, Targaryen, warten Sie mal auf mich. Nichts getan. Nur ein paar Leute umgebracht. Sterbt. Guck da oben auf diesem Ding drauf, da sind noch welche. Oh,
Lol. Die lachen richtig strange. Hast du gerade mitbekommen, so die so, hey, ja? Das war cool. Oh, da ist ein, hier, Max, Max. Was? Riesen, Ding. Wo? Bringt das um. Ah, da unten. Boah, geil. Stör. Wow, erstmal zurück teleportieren. Max, du bist der Hammer. Max, du bist echt der Hammer. Schade, dass der jetzt wieder auf mich losgeht. Ja, ich habe mich gerade unsichtbar gemacht. Okay, der kann aber echt schon ein bisschen was. Ja, der war krass als die Spinne. Ja, halt echt, gell? Das ohne Ankündigung so. Ja. Er sieht aber schon viel abgefuckter aus. Super. Hat der eigentlich auch was gebracht? Okay, eines noch. Ja, dann lass mal in Richtung zurücklaufen, das werden wir noch finden auf dem Weg. Das eine Ding da noch, was wir noch töten müssen. Warte, chill mal kurz. Was machst du? Na, schwacher Heiltränke. Ach, der ist ein Reiter gebunden, okay. Verstehe. Du musst erst die Heiltränke trinken, die gebunden sind. Ist cleverer, gell? Ja. Weil die kannst du nämlich nicht verkaufen, die anderen kannst du verkaufen. Ah, verstehe. Dann mache ich das Richtige. Super! Ich freue mich schon, wenn wir die Burg da oben reingehen. Sieht echt voll geil aus. Ja, und ich wette, das werden wir bald. Wo sind denn jetzt dann jetzt noch kleine Viecher da hinten? Sind noch nicht immer. Einer fehlt noch, ja. Ja. Und der eine reicht wieder auf den Spieler. Okay, jetzt dürfen wir ab nach Hause. Boah, ich bin Stufe 30 einfach. Ja. Oh mein Gott, ja. Stufe 30, Stufe 30, Stufe 30. Ich hab Neues erlernt. Oder kann Neues erlernen, ja. Ehrlich gesagt. Willst du noch was töten? Okay, wir töten noch nicht. Bam. Stern. Lol, die können reagieren. Wie ist das denn? Ich muss halt ehrlich sagen, ich bin halt für den Nahkampf rein von den Heilpunkten da nicht wirklich gemacht. Also ich habe jetzt schon wieder echt einiges meines Lebens verloren. So ja, ich aber auch nicht, muss man dazu sagen. Ja. Oh, hier ist Lava. Oh, ich brenne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du gerade gesehen? Ich habe gerade so viel Leben verloren. Warum ist da Lava? Alter, solche Wichser. Die Frage ist, warum springst du in die Lava? Ja, weil ich doch nicht weiß, was da Lava ist, Mann. Ich spring halt so rum, ne? So wie so ein aufgedrehtes Ding. So, Quest abgeben. Hello, I've got two quests for you.